Ja, hallo Freunde, Sonntag, Halloween. Willkommen zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Und heute gibt es Süßes und Saures. Wir machen Weißwurstburger mit selbstgemachten Laugenbuns. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. In einer Tasse habe ich nun 170 ml lauwarmes Wasser, den halben Würfel Hefe und einen Teelöffel Zucker gegeben. Das Ganze werde ich verrühren und dann geht es gleich weiter. So, 300 Gramm Mehl sind in der Schüssel gelandet. Dazu gebe ich einen Teelöffel Salz. Und nun kommt unsere Wasser-Hefe-Mischung noch dazu. Dann unter anderem die weiche Butter. Ich habe die ein bisschen in der Mikrowelle erhitzt. Das will aber nicht vom Löffel. So, das ist der Rest. Das Ganze gebe ich jetzt in die Küchenmaschine und lasse daraus einen schönen Hefeteig kneten. Ihr könnt es natürlich auch mit der Hand machen, aber ich mache es mir einfach. Das ist nun unser fertig gekneteter Hefeteig. Die Schüssel werde ich jetzt mit einem Geschirrtuch abdecken, an einen warmen Ort stellen. 1,5 Stunden auf jeden Fall, sodass der Hefeteig in Ruhe gehen kann und sein Volumen mindestens verdoppelt. Und dann, denke ich, sehen wir uns wieder, wenn wir die Brötchen formen. Wie ihr seht, unser Hefeteig hat sich deutlich verdoppelt. Mit einer Teigkarte werde ich nun 4 Teile daraus formen, schneiden, zaubern. Genau, und daraus werde ich, aus einem Teil werde ich dann halt Brötchen formen. So sehen denn unsere Brötchen aus. Das nächste Teilstück nehme ich mir auch wieder zur Hand. Oh, ich habe sie fast gleich groß hingekriegt. Wow. Oh, sieht doch gut aus. Ist mal was, ne? Ja, der oben rechts ist ein etwas kleiner. Oh. Ist aber nicht so schlimm. Den esse ich und dann... So. Die 4 lassen wir noch ein wenig neu aufgehen. Und zwar lege ich noch mal ein Handtuch drüber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt 1 Liter Wasser gekocht. Aufkochen lassen. Aufkochen lassen. Es sprudelt noch. Ich habe allerdings die Herdplatte schon ausgemacht. Jetzt kommt das Natron mit dazu. Ja, und das sprudelt ganz dolle. Cool, ne? So, das war der Rest. 50 Gramm sind in der Packung. Die habe ich auch verbraucht. So, das lassen wir noch ein bisschen, dass es nicht mehr kocht. Sieht so aus, dass es nicht mehr kocht. Es kocht nichts mehr. Dann nehmen wir unsere Teiglinge und tun sie von jeder Seite so eine halbe Minute mal drin schwimmen lassen. Der kommt, zack, der nächste. Wie lange ist eine halbe Minute? 30 Sekunden. Man zieht die anderen auch mit rein, gleich? Alle gleich mit rein. Na, alle nicht. Waren jetzt aber mehr als 30 Sekunden, oder? Ach, ich habe kein Gefühl für 30 Sekunden. Sorry. Also ich habe ja hier eine Uhr unten und... Dann mach mal. Wie weit ist die Uhr? Oh, der könnte jetzt auch langsam raus. Ja, der muss nochmal gedreht werden. Gut. Und mit den anderen beiden verfahren wir genauso, ne? Genau, sind 30 Sekunden um. Ja. Oh, schön. Jo, gleich sind wir wieder da für euch. So, ihr Lieben, erwähnt habe ich es nicht. Ich habe jetzt hier ein Ei
verrührt mit ein bisschen Wasser. Damit bestreiche ich nun unsere Brötchen. Zack. Hier geht's weiter. So. So. Messer habe ich mir natürlich nicht zurechtgelegt. Warum auch? Aber die sind ja hier nebenan. Ja, ich muss das richtig machen. Jetzt ritzt sich die Brödels noch ein. Na. Er wird schon irgendwie werden. Das hoffe ich doch. Und wer mag, kann noch ein bisschen grobes Meersalz drüber streuen. Machen wir das? Ich müsste es holen. Wir werden auf zwei Stück werden wir das machen. Oder? Denke schon. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben uns jetzt für Salz entschlossen. Helmut hat geholt. Ich mache hier einfach ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, ob du mitkommst mit der Kamera. Ja, doch, ich komme schon mit. Die Brötchen gehen bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Ungefähr eine Viertelstunde, vielleicht ein bisschen länger, bis sie schön gebräunt sind. Und dann holen wir sie raus und dann zeigen wir sie euch. Genau. Eine Viertelstunde ist um. Ich habe nun unsere Brötchen aus dem Ofen geholt. Und so sehen sie aus. Ich denke, ganz ordentlich. Die lassen wir noch etwas abkühlen und dann geht es weiter mit unserem Vorschlag, wie man diese Brötchen essen kann. So, ihr Lieben, nun füllen wir unsere Laugenbrötchen. Belegen. Belegen, okay. Süßer Senf. So. Ein bisschen. So. Richtig schön dick. So. Krautsalat. Nach Möglichkeit ohne Soße. So. Entschuldigung, ich bin hier ständig. Das macht nichts. Dann kommt Weißwurst drauf. Die Weißwurst habe ich von der Pelle befreit. Beim letzten Mal hat mir das nicht so gemundet, wenn man die so im Mund hatte. Also ich hatte nichts dagegen, aber... Gut, den Deckel bestreiche ich auch mit süßem Senf. So. Und bevor alle fragen, es gibt keinen Käse dazu. Nein. Zack, Deckel drauf. Und somit sieht unser Weißwurstburger oder wie auch immer aus. Das Ganze kann man auch mit Leberkäse machen. Das werde ich gleich nochmal ausprobieren, ob das auch schmeckt. Das haben wir noch nicht probiert, aber ich denke... Ich kann es mir vorstellen, dass es sehr gut schmeckt. Ja, wir lassen uns jetzt auf jeden Fall schmecken. Ja, und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Ein Burger der etwas anderen Art, aber total lecker. Ihr könnt beim Krautsalat könnt ihr auch irgendwas anderes machen. Normalen, stinknormalen Krautsalat. Anna hat den halt selber gemacht. Weißwurst kriegt ihr beim Schlachter SB verpackt. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, das sind diese Laugenbuns bzw. Laugenbrötchen. Die waren so richtig schön knuffig. Also noch besser, als wenn wir sie vom Bäcker geholt hätten. Ne? Also das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Wir wünschen noch schönen Sonntag, Happy Halloween. Tschüss. Kühnes Kochkanal.